Langbogen, Begriffserklärung, Einstellungen, ein paar allgemeine Dinge. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt dran. Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching, beziehungsweise heute eigentlich Blankbogen. Wir fangen an mit der Begriffserklärung, weil es da immer wieder Missverständnisse gibt, vor allem bei Schützen, die noch nicht so lange dabei sind. Und zwar ist es so, Blankbogen meint eigentlich so im Überbegriff alle Bögen, die blank sind, wo also nichts drauf gebaut ist. Das heißt prinzipiell jeder Bogen, egal was für Bogenform, wann nichts drauf gebaut ist, ist eigentlich ein Blankbogen. Aber meistens meint man dann eben damit die Bogenklasse nach WA oder IFA, eben Blankbogen Berbo. Und da ist es so, nach WA, dass der Bogen eben blank sein muss, mit Ausnahme von eben einer Pfeilauflage dürft ihr oben haben, einen Button dürft ihr oben haben, Bogengewichte dürft ihr oben haben. Aber ihr dürft jetzt kein Visier oder so oben haben. Also Pfeilauflage, Button, Gewichte erlaubt. Dieses ganze Ding muss abgespannt durch einen Ring passen mit eben 122 mm Durchmesser. Muss man dann so durchschieben können. Und dann ist der Bogen eben zulässig. Nach IFA ist es, glaube ich, mit diesem Ring genauso. Button-Dings darf man auch drauf haben. Diese Gewichte darf man, glaube ich, auch drauf haben. Bin jetzt nicht so sattelfest, schaut es euch auch gegebenenfalls. Jedenfalls meistens, wenn man eben unter Bogenschützen von Blankbogen redet, meint man eben im Blankbogen noch einer dieser Bogenklassen. Muss euch prinzipiell natürlich nur interessieren, wenn ihr die Ambitionen habt, in irgendeiner Bogenklasse bei Bewerbe mit zum Schießen, Bewerbe zum Schießen, und wenn ihr da so ambitionslos seid wie ich, dann ist es sowieso egal, dann könnt ihr schießen, was ihr wollt. Aber eben nach WA diese erlaubten Dinge, und ganz wichtig, nach WA beim Blankbogenschießen dürft ihr eben die Sehne abgreifen. Ihr dürft den Griff an der Sehne verändern und könnt damit eben Stringwocken und halt je nach Entfernung die Sehne abgreifen. So viel also die Begriffe Blankbogen, Berbo. So, und dann gibt es eben ein paar Fragen, ja, wann ich jetzt anfange mit Blankbogenschießen, eben mit Pfeilauflage, Button, wenn ich bis jetzt über Shelf geschossen habe. Wie mache ich das? Was muss ich schauen beim Dealer etc.? Wir fangen an mit diesem Button, den ihr da seht. Der wird da einfach durchgeschraubt. Der dient im Prinzip einfach nur dazu, dass ihr im Pfeil eben vom Bogenfenster seitlich wegholzt, dass ihr da genug Platz habt. Und gibt es verschiedene Ansätze, wie ich den einstelle. Prinzipiell ist es so, was man relativ häufig hört, eben wenn sie da durchschaut, Sehne muss natürlich genau in der Mitte vom Mittelteil sein. Da sieht man es bei den zwei Schrauben, ich sehe es jetzt auf der Kamera nicht, ob es richtig gedreht ist, und wenn sie dann durchschaut, ist der erste Ansatz, dass eben die Pfeilspitze so ein Viertel bis halbe Pfeilstärke links von der Sehne liegt. Als Rechtshandschütze und als Linkshandschütze umgekehrt. Und der zweite Ansatz ist, dass man den Pfeil halt überhaupt auf Centerstellung stehen lässt und dann der Pfeil halt genau hinter der Sehne ist. Als Rechtshandschütze, Anlage nach rechts, lässt man eher selten. Ihr könnt es einfach probieren, mit was ihr euch wohlfühlt. Da geht es auch ein bisschen um die Optik, wenn ihr da einen Sehnenschatten vor dem Auge habt und der Pfeil genau hinterm Sehnenschatten ist, die Pfeilspitze genau hinterm Sehnenschatten ist, ist es vielleicht besser, wenn ihr ein bisschen Anlage nach links lasst, weil ihr das Teil einfach besser seht. Von dem her, wie der Pfeil rausgeht, macht es jetzt nicht den riesen Unterschied, weil ihr wisst, Schützen, die was übers Bogenfenster schießen und im Pfeil vielleicht sogar ein bisschen weiter links haben, oder machen wir uns tief geschnittene Bogenfenster sind, habe ich auch schon gesehen, haben die Schützen trotzdem eine Anlage nach rechts, was vorher nicht geschaut haben, und treffen aber trotzdem von rechts links her sehr konstant, wenn die Schießtechnik passt und sie eingeschossen sind auf das. Aber prinzipiell könnt ihr das mit Button eben diesen Anstellwinkel vom Pfeil sozusagen korrigieren, und je nach Button könnt ihr den entweder durch Drehung oder eben durch Tausch von der Feder, was da drinnen ist,
härter oder weicher stellen, dass der eben schneller oder weniger schnell oder mehr oder weniger eben nachgibt. Da gibt es dann immer so, ja, man kann, wenn der Spanwert nicht genau passt, ein bisschen Feintuning machen, und wenn der Pfeil zu weich ist, stellt man halt den Button ein bisschen härter, und wenn er zu hart ist, stellt man den Button ein bisschen weicher. Vielleicht minimal, prinzipiell glaube ich nicht, dass es viel Sinn hat. Ich glaube auch die meisten Blankbogenschützen mit Button, mit dem, was ich bis jetzt geredet habe, die sagen, ja, sie haben den auf der mittleren Einstellung in der Regel und drehen da gar nicht viel um und um. Ihr könnt das natürlich probieren, wenn ihr Blankgeschäfte ausschießt oder Bergertest macht etc. Ob sie da auf großartige Änderungen kommt. Sonst im Zweifelsfall würde ich einfach auf mittelharte Einstellung lassen. Und was mir der Button eben bringt, durch das, dass er halt ein bisschen nachgibt, geht der Pfeil ein bisschen schöner raus. Man sagt, er kann ein bisschen Lösefehler kompensieren, ganz wenig. Halt auch eher so im Mikrobereich, meiner Meinung nach. Und dann habt ihr eben da drauf eine Pfeilauflage. In diesem Fall ist das so eine Magnetauflage. Ihr seht, die holt der Magnet wieder zurück. In meinem Fall passiert es, dass sie da unten reinrutscht und dann stecken bleibt, weil ich schieße diese dünnen Pfeile, und wenn eben die Auflage so, also die Pfeilauflage so eingestellt haben möchte, dass der Pfeil da wirklich in der Mitte vom Button aufliegt, so solltet ihr den einstellen, das heißt, der Pfeil sollte wirklich in der Mitte vom Button liegen, dann passiert es bei mir, dass das hängen bleibt. Sobald ihr ein bisschen dickere Pfeile habt, geht es dann automatisch wieder zurück. Ihr könnt jetzt theoretisch auch eine Klebeauflage verwenden oder irgendeine andere Pfeilauflage, gibt es ohne Magnet, die was dann quasi automatisch immer zurückgezogen werden muss mit dem Finger. Ja, ist im Prinzip relativ egal. Wichtig, dieses Metallding, was ihr da habt, stellt ihr eben so ein, dass der Pfeil da gerade noch drauf liegt. Und diese Nase, falls ihr die Nase oben lasst, liegt da eben ganz knapp an. Die hilft ein bisschen, dass sich der Pfeil da nicht runterrutscht. Man kann diese Nase auch abzwicken und dann hat man überhaupt nur das gerade Stangl nach vorn. Funktioniert genau so. Auflage einstellen. Bei diesen Auflagen, ihr seht, ihr habt da halt die Schrauben drinnen. Ihr könnt dann eben die Schraube aufmachen und dann könnt ihr eben diesen Stift nach oben oder unten bewegen, dass sie eben da in der Mitte kommt und halt auch weiter rein oder raus drehen. Also es ist keine Hexerei, die Pfeilauflage da irgendwie einzustellen. Gut, soviel zur Pfeilauflage und Button. Und jetzt glaube ich das am häufigsten diskutierte Thema, nämlich der Tiller. So kurz für diejenigen, die den Tiller nicht kennen. Im Tiller messt ihr, indem ihr in Checker beim oberen Wurfarm zuerst da, wo der ansetzt, anlegt, dann messt ihr im rechten Winkel zur Sehne. Dann macht ihr das Ganze beim unteren Wurfarm und dann zieht ihr den unteren Wert vom oberen Wert ab. Wenn da ein positiver Wert rauskommt, habt ihr einen positiven Tiller. Wenn 0 rauskommt, wenn der Abstand gleich ist, habt ihr einen 0-Tiller, und wenn ein negativer Wert rauskommt, habt ihr einen negativen Tiller. Und dieser Tiller gleicht im Prinzip diese ungleichmäßige Belastung von den Wurfarme aus. Standardmäßig, wenn sie den Bogen eben in der Mitte hält, greift sie, wenn sie mit 3 unter der Mitte daran greift, ein bisschen über dieser Mitte, und dadurch werden eben die Wurfarme nicht ganz gleichmäßig nach hinten gezogen. Ihr habt da unten dann eben, wenn ihr einen positiven Tiller habt, ein bisschen weniger Abstand. Das heißt, der Wurfarm hat schon von Haus aus ein bisschen mehr Anstellwinkel. Dadurch gleicht sich diese Unregelmäßigkeit mehr oder weniger aus und die Wurfarme kommen theoretisch gleichzeitig zurück in die Endposition. Wenn ihr eine geschraubte Wurfarm habt, einen Bogen mit geschraubte Wurfarme habt, werdet ihr wahrscheinlich einen Tiller haben von 5 oder 6 mm, messt es einmal nach. Und wenn ihr jetzt eben einen Bogen mit ILF-Aufnahmen habt und da einen Tiller verstellen könnt, könnt ihr eben hergehen und sagen, okay, wenn ihr die meiste Zeit, eben als ihr Stringwalking macht, irgendwo da in der Mitte oder vielleicht ein bisschen unterhalb von der Mitte abgreift, könnt ihr den Tiller korrigieren Richtung 0 oder halt auch einen Minuswert. So. Und da habt ihr aber jetzt das Problem, wenn ihr eben mit Stringwalking schießt und einmal ganz oben greift und dann halt wieder nach unten abgreift, schießt ihr die meiste Zeit außerhalb vom idealen Tiller.
ist einfach so. Das heißt, dann gibt es mehrere Herangehensweisen. Man kann jetzt sagen, okay, ich stelle den Titel so ein, dass er für die weiteste Entfernung, was ich schieße, passe, weil durch das, dass das eine weitere Entfernung ist, wirkt sich vielleicht der Fehler, was durch den Dealer entsteht, stärker aus, und ich stelle es halt für die weiteste Entfernung ein, und die Nächsten sagen dann wieder, nein, ich nehme den Dealer eher für die kürzeste Entfernung, damit ich eben weniger Bouncing oder was auch immer habe, und die Nächsten sagen wieder, ich nehme den Dealer irgendwie halt für den Bereich, was ich so im Mittel am meisten schieße. Beim 3D-Schießen werden das so 20, 25 Meter sein, roundabout. Ja, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ich für mich habe jetzt einfach seit 2 Jahren oder so durch jetzt Blankbogenschießen verschiedene Dealer probiert. Also ich habe geschossen das meiste sogar 8mm Dealer, weil ich mir vermessen habe beim Einstellen. Und habe dann, weiß ich nicht, 2-3 Monate lang mit 8mm Dealer geschossen. Hat funktioniert. Zeitlang habe ich geschossen so 4 mm Dealer, zeitlang habe ich geschossen 0 Dealer, dann habe ich geschossen minus 2 mm und eine Zeit lang habe ich sogar geschossen minus 4 mm Dealer. Und dann habe ich einmal probiert minus 6 mm oder was das war. Also ihr seht, eine relativ große Bandbreite, und zwar nicht immer nur kurz probiert, sondern ich bin dann wirklich, glaube das kürzeste war 1 Monat. Damit auf den Parcours gegangen, meine Parcoursrunden gegangen, so, und in Summe waren meine Ergebnisse immer gleich. Ja, egal, ob ich einen positiven, einen negativen oder einen Null-Dealer gehabt habe. In Summe, im Durchschnitt, bin ich immer auf selbe Ergebnis gekommen. Wenn ich daneben geschossen habe, dann nicht, weil der Dealer nicht passt hat, sondern weil ich halt wieder irgendwo einen Bewegungsfehler gemacht habe. Das spüre ich ja. Ja. Das heißt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, und ich schätze, dass sich da ein paar Leute wieder drüber beschweren, aber ich behaupte einmal, dass die Dealer-Einstellung, solange es jetzt kein extrem hoher oder extrem niedriger Wert ist, fürs 3D-Schießen in die allermeisten Fälle nicht relevant sein wird. Ja. Also ich sage einmal, wenn ihr so zwischen 5 mm plus und 5 mm minus Dealer seid und jetzt nicht, was geht, wie weit abgreift, das ist nämlich auch so ein Punkt, wird es egal sein. Ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob ihr da ankert mit dem Zeigefinger irgendwo in der Nähe vom Mundwinkel, weil dann greift ihr ja maximal so weit ab, dass ihr den Pfeil auf die kurze Distanz da auf Augenhöhe habt. Weil dann schaut ihr gerade über den Pfeil drüber, und viel weiter müsst ihr eigentlich nie abgreifen. Wenn ihr einen Anker natürlich da unten habt, müsst ihr für die kurzen Distanzen viel weiter greifen, weil dann der Pfeil eben, also mehr Abgriff braucht es, dass der Pfeil eben neben dem Auge liegt, damit der Pfeil quasi wirklich gerade rausgeht in diese Richtung, wo ihr die Pfeilspitze seht. Aber ich sage einmal, wenn sie da irgendwo ankert, Bereich Mundwinkel, na, dann greift sie halt so viel maximal ab. Und ich sage, in diesem Bereich, wenn sie da Dealer-Einstellung habt, von Hausnummer plus 5 bis von mir aus 0 oder minus 3, minus 4, vielleicht auch minus 5, müsst ihr halt probieren. Glaube ich nicht, dass ihr beim 3D-Schießen, wo ihr eben sowieso ständig außerhalb vom idealen Dealer schießt, viel Unterschied merken werdet. Gibt sicher Leute, die da anderer Meinung sind. Ja, ist einfach so. Das Argument, was da häufig kommt, ist auch, ja, aber es ändert sich ja das Zugverhalten vom Bogen, wenn ich einen anderen Dealer habe. Spürt man das anders, wenn man zieht, diese Belastung von den Wurfarmen. Das stimmt natürlich, aber da haben wir wieder dasselbe Problem. Ihr zieht sie einmal mit 3 Fingern direkt unter dem Pfeil und dann eben wieder mit dem Abgriff. Das heißt, ihr habt da immer anders Feeling auf die Finger. Anders ist es natürlich, wenn sie Blankbogen schießen, nur auf eine Entfernung teilt, was weiß ich, 18 Meter Halle oder nur 50 Meter Scheibe draußen. Dann schießt ihr euch den Dealer oder stellt ihr euch den Dealer so ein, wie es für euch, für diese Entfernung passt, vor allem auch vom Zugverhalten her, dass ihr es gut halten könnt, wenn ihr Rohschafttest oder Bergertest oder was ihr immer macht und euch das ausschießt. Ja, na klar, stellt euch dann das auf diese eine Entfernung ein, dass das ideal ist. Aber fürs Wald- und Wiesen normale 3D-Schießen halte die Dealer-Einstellung für überbewertet. Ich schieße auf meinen Hausparcours doch in der Regel irgendwas so um 18,5 im Schnitt herum, mache mir einen guten Tag, aber einen 19er Schnitt. Also wenn das mit Dealer so tragisch wäre, hätte ich aber irgendeine Dealer-Einstellung merken müssen, dass das nicht geht. So. So viel also zum Dealer. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Fürs 3D-Schießen halten für überbewertet.
So, jetzt natürlich noch die Frage, was ist mit diesen Gewichtern da vorne, was haben die für einen Sinn? Diese Gewichter bringen natürlich mehr Masse ins Mittelteil und ihr wisst, wenn ein Bogen mehr Masse hat, steht er einfach ruhiger im Schuss. Das bringen einfach diese Bogengewichte. Und ihr seht, ich habe ein bisschen ein schwereres Bogengewicht oben und ein bisschen ein leichteres unten, dass sich das ein bisschen verteilt über dem Griff. Und bei mir ist es jetzt so, ihr seht, wenn ich die Hand offen habe, engt der Bogen da waagerecht, der geht nicht nach vorne, aber geht eben auch nicht nach hinten. Und das ist natürlich der Punkt, wenn ihr keine Gewichte oben habt und ihr schießt mit der offenen Hand, kommt euch der Bogen nach dem Schuss nach hinten. Wenn ihr da ein bisschen ein Gewicht drauf teilt, bleibt er austariert. Theoretisch, wenn man jetzt nach diesem Ring geht mit den 122 mm, könnt ihr da vorne ein bisschen mehr Gewicht drauf tun oder das Ganze ein bisschen länger machen. Dann würde man das Ganze noch ein bisschen nach vorne klappen. Will ich selber aber gar nicht. Ich will einfach, dass man der dann halbwegs gerade in der Hand stehen bleibt, nach dem Lösen nicht nach hinten kommt. Ja, ist vor allem dann ein Punkt, wenn Sie eben, und das empfehle ich euch generell, nicht nur fürs Blankbogenschießen, probiert es wirklich einmal entweder mit Handschlaufe oder mit Fingerschlaufe. Ihr werdet sehen, dass das ein entspannteres Schießen ist. Ich habe damals intuitiv auch immer ohne Fingerschlaufe, ohne Handschlaufe geschossen. Und bin eben dann mit dem Blankbogen erst auf die Handschlaufe umgestiegen und fühle mich damit wesentlich wohler. Muss jetzt immer aufpassen, wenn ich mal einen anderen Bogen schieße, dass mir der nicht aus der Hand fällt. Kann ich aber nur empfehlen, probiert es ein bisschen. Ist recht angenehm zum Schießen. Zum Thema Stringwalking gibt es glaube ich eh schon irgendwo ein Video von mir. Also ja, könnt ihr einfach einmal ausprobieren. Die Frage, wie groß ist der Unterschied zum unter Anführungszeichen, ja normal ist jetzt auch falsch, aber halt zum Bogenschießen ohne Stringwalking mit einem Recurve-Bogen halt übers Fenster etc. Der Unterschied ist nicht allzu groß. Also das Stringwalking bringt was, wenn ihr die Entfernungen wisst oder gut schätzen könnt. In dem Fall schieße ich mit dem Blankbogen ein bisschen besser, als was ich intuitiv geschossen habe. Ansonsten, ja, Pfeilauflage ist vielleicht eine Spur präziser als wie beim Schießen übers Schelf, je nachdem wie gut ihr euch ein Setup halt jeweils ausgeschossen habt. Ist aber glaube ich auch nicht so der Riesenunterschied im Endeffekt. Und sonst ist der Unterschied nicht so groß. Ja. Ich muss sagen, mir taugt, seit ich umgestiegen bin auf Blankbogen, ich mag das, dass ich halt jetzt wirklich auch systematisch zielen kann, wann ich möchte. Wir jetzt wieder mal eine Runde machen, wo ich intuitiv schieße. Schauen, wie es mir damit geht, dann mache ich dann ein Video dazu. Aber prinzipiell ist es nicht so der mega Unterschied. Aber ja, ich finde es halt auch vom Material her angenehm, wenn man da jetzt eben ruhig in der Hand stehen bleibt, etc. Weil die Frage auch immer kommt, eben Tiller schieße ich momentan 6 mm auf meinen Schlamperteig gestellt habe, nein 5 mm. 5 mm Tiller und ja, meine Einstellung von der Pfeilspitze ist so ganz leichte Anlage nach links, also ich glaube nicht einmal ein Viertel Pfeilspitze und ja, sonst gibt es eh schon wieder nicht mehr viel zum Sagen. Gut, schreibt es vielleicht einmal in die Kommentare, ob ihr selber Blankbogenschützen seid oder Blankbogen schon einmal probiert habt. Was euch daran taugt oder eben nicht taugt, warum ihr es noch nicht probiert habt oder so irgendwie in diese Richtung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, mache ich wieder mal ein Video dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch auch schon wieder alles Gold, alles Blatt, pfiat euch, macht es gut, bis bald.